Hallo, hallo. Ich bin Bürger in der EU. Was ist denn die EU und was bringt sie für mich? Wer kann mir das denn hier mal erklären? Oh, das kann ich. Wer sind Sie denn? Oh, ich bin Politikerin. Aha, auch gut. Dann sag doch mal, liebe Politikerin, wie viele Länder gehören zur EU? Noch ganze 27. Warum denn so viele? Ich kann das doch gar nicht verstehen. Ich dachte, Europa wäre viel kleiner. Das dachte ich auch mal. Aber habe ich einfach größer gemacht. Hahaha, Politikerin. Früher hat das auch schon mal jemand größer gemacht. Da hieß das noch, von der Mars bis an die Nebel, von der Edge bis an den Welt. Und wie heißt das heute? Auch heute heißt das von Irland bis Spanien und von Litauen bis Rumänien. Hahaha. Ganz lustig, ey. Du bist doch ein Spaßvogel. Aber ich bin gar kein Spaßvogel. Ja, ja, das ist schon allen ganz klar, dass Fräulein Mehr, Frau Kanz, Frau Politikerin. Na, geht doch, Junge. Aha, gut. Frau Politikerin, ich habe noch mal eine Frage. Und zwar, wie kann es sein, dass ein Staat, der jetzt in der EU ist, seine Bürger hierher schickt und die haben hier ja noch nie gearbeitet in Deutschland, haben noch nie etwas in ihre Rentenkassen eingezahlt. Zum Beispiel, ich gehe immer arbeiten und zahle Geld ein. Jeden Monat sehe ich das Rentenabzüge. Wie kann das sein, dass jemand, also der nie hier gearbeitet hat, der hierher kommt, einfach Rente bekommt? Ja, das wird dann einfach gezahlt aus den Rentenkassen und irgendwann sind die leer. Ja, irgendwann sind die leer. Das macht ja auch nichts. Bei deinem Gehalt, da kannst du dir in einem Jahr das anhäufen, was wir im ganzen Leben in Rente bekommen. Tja, shit happens, ne? Ja, du hast doch eben noch mal gesagt, dass es so war mit dem Krieg und Mars bis an die Memel. Wusstest du eigentlich, dass die EU direkt nach dem Zweiten Weltkrieg gegründet wurde? Ja, ja, davon habe ich schon mal etwas gehört. Und es gibt ja inzwischen, um das mal auf deinen Vergleich hinzusprechen, es gibt ja inzwischen noch den Film Der Untergang. Das war über Hitler. Wie nennt es sich denn bei dir? Also Hitler, das war 12 Jahre und die EU bis jetzt, wie nennt sich das? 70 Jahre Scheiße? Na, na, Scheiße ist das nicht. Es ist wirklich nicht Scheiße. Es ist schlimmer. Ja, ja, das habe ich schon gemerkt. Ich habe noch eine Frage. Wieso unterstützen wir Länder, die pleite sind, mit Milliarden? Das müssen wir als Bürger doch in die Kassen einzahlen, oder nicht? Warum, wenn ich pleite bin, wer bezahlt mir dann meine Schulden? Also da steht jemand vor der Tür und treibt das Geld ein. Mir bringt keiner Geld. Ja, dir kann auch keiner Geld bringen, weil die Kassen sind ja leer. Ja, und wo kommt das Geld dann her, was die anderen Länder in Form von Milliarden von uns bekommen? Ja, das drucken wir einfach neu. Ja, vielleicht sollten wir uns mal eine neue Kanzlerin drucken lassen. Aha, sehr witzig. Ja, Frau Politikerin. Ein anderes Land hat das ja gerade erst vorgemacht, da gab es einen Volksentscheid. Das Volk konnte selber abstimmen, ob sie überhaupt in der EU sein wollen. Warum kann das denn bei uns in Deutschland nicht funktionieren? Warum müssen wir das so hinnehmen? Warum kann in Deutschland das Volk nicht auch entscheiden, ob es die EU überhaupt will? Ob unsere Gelder weiterhin an andere Länder geschickt werden, die es gar nicht haben wollen und sich auch nicht dementsprechend EU-richtlinienmäßig verhalten? Ja, da sage ich jetzt gar nichts mehr zu.